Wie jede gute Geschichte fängt auch diese mit einem Blick in die Vergangenheit an. Denn es war einmal, vor langer, langer Zeit, im Jahre 2007, als Entwicklerstudio Frozenbyte mit Trine ein Spiel auf den Markt brachte, das mit bunter Grafik und herrlichem Gameplay das Jump'n'Run-Genre aufgemischt hat. 4 Jahre später hüpfen die drei tapferen Recken Amadeus, Pontius und Soja erneut über die Monitore. Nachdem man sie im ersten Teil auf der Suche nach dem namensgebenden Trine begleitet hat, wird man dieses Mal von selbigen in ein neues Abenteuer gezogen. Der Trine ist nämlich ein magisches Artefakt, der unsere Helden aus ihren Heimatorten einsammelt und dann ohne Worte an gefährliche, aber auch liebevoll gestaltete und vor allem bunte Ortschaften entführt. Das Abenteuer kann von da aus wie bereits gewohnt entweder alleine bestritten werden oder im Online-Koop-Modus mit bis zu 2 Freunden. Wer alleine spielt, hat dauerhaft die Möglichkeit, zwischen den Hauptcharakteren hin und her zu wechseln. Das ist auch zwingend notwendig, da die knackigen Rätsel, welche ein Kernelement von Trine 2 darstellen, so gestrickt sind, dass man sie nur mit den besonderen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere lösen kann. Der Zauberer Amadeus verfügt beispielsweise über die Macht, große Objekte mit einem Fingerschnips zu versetzen. Hier nutzen wir seine Fähigkeit dazu, einen Salatkohl zu bewässern, der dann im Anschluss von der großen, wegversperrenden Schnecke schnabuliert wird. Da geht sie! Die flinke Diebin Soja hingegen ist für Rätsel meistens unnütz, schwingt sich dafür in feinster Manier per Enterhaken über große Schluchten und erreicht so auch noch die besten versteckten Erfahrungspunkte. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet kann sie außerdem die Umgebung nutzen, um unseren Feinden aus dem Hinterhalt eins auf die nicht vorhandene Mütze zu geben. Wenn Kobolde und sonstiges Getier meinen, uns das Leben zur Hölle machen zu müssen, dann lassen wir da nur einen ran. Pontius, der tapfere Krieger, schreitet wahlweise mit Schwert und Schild oder klotzigem Vorschlaghammer voran und schlägt getreu dem Motto, wir machen den Weg frei, unsere Feinde zu Brei. Mit seinem Schild wird er außerdem zum richtigen Multifunktionshelden, denn dieses blockt nicht nur gegnerische Pfeile ab, sondern ermöglicht ihm auch durch Feuer oder andere Gefahren zu springen. Während die Rätseleinlagen anfangs noch sehr leicht und überschaubar sind, stellt man sich im späteren Spielverlauf immer anspruchsvolleren Aufgaben. Diese können oftmals nur durch den Einsatz der brillanten Physik-Engine gelöst werden. Hier steuern wir mit Hilfe unseres Magiers zum Beispiel ein riesiges Gefährt über 2 Schalter, während sich ein 3. Schalter an der Wand befindet. Betätigt man die Druckplatten nicht in der richtigen Reihenfolge, bleibt einem der Weg in den nächsten Raum verwehrt. Doch nicht nur die Rätsel sind teilweise anspruchsvoll, sondern auch einige Kämpfe haben es durchaus in sich. So wartet am Ende jedes Kapitels ein Bosskampf auf unsere Helden, der oftmals nur durch Learning by Doing gelöst werden kann. Bis wir hier beispielsweise gemerkt haben, wie diese Schlange zu bekämpfen ist, mussten Soja und Pontius schon ins Gras beißen. Gewaltige Schlangen und riesige Lediglich die Story wird auch im späteren Spielverlauf nicht wirklich anspruchsvoll. Es gibt zwar vor jedem Kapitel eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse, eine wirklich spannende Geschichte kommt allerdings nicht zustande. Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Das ist aber auch gar nicht wirklich schlimm, da der Charme des Spiels zusammen mit den kunterbunten Umgebungen und zahlreichen Variationen zur Lösung von Rätseln und Kämpfen den Spieler auch so schon an der Stange halten und durchgehend motivieren. Besonders aufmerksame Gemüter werden ebenfalls belohnt, denn in jedem Level finden sich Erfahrungspunkte wieder, die mal einfacher und mal schwerer zu erreichen sind. Die blauen Kugeln werden gebraucht, um Level zu steigen und die Helden in ihren Fähigkeiten zu verbessern. So freut Soja sich zum Beispiel über Frostpfeile, während Amadeus im späteren Spielverlauf Brücken bauen kann. Für gerade mal 13 Euro erhält man hier rund 6 Stunden Einzelspielerspielspaß, der zusammen mit Freunden im Koop-Modus dann nochmal doppelt bzw. dreifach so sehr rockt. Wer Spaß an Jump'n'Runs hat und abseits von Mario und Sonic nach Unterhaltung sucht, der findet keinen Weg vorbei an Trine 2. Und das ist nicht mal das Seltsamste, was ich in letzter Zeit gemacht habe.